Sie sind das ganze Jahr über immer wieder auf Achse. Als Botschafter des Vereins, die FC Bayern Legenden on Tour. Was die Bayern machen, macht kein anderer Verein. Als gern gesehene Gäste bei Charity-Matches, für Termine mit Partnern und Unterstützern des Vereins oder als Repräsentanten des Clubs, wie beim Pokalfinale in Berlin. Ich finde es sensationell vom FC Bayern, denn heute im Spiel waren ganz viele ehemalige Spieler von uns da, die sogenannten Legenden, die Mannschaft, die auch viele Spiele macht, die morgen im Old Trafford gegen Manchester United spielen. Mir san mir. Bei der Feier nach dem gewonnenen DFB-Pokalfinale und dem damit erreichten Double sind natürlich auch die Legenden des FC Bayern München mit von der Partie. Die FC Bayern-Familie feiert Feste, wie sie fallen, diesmal eben in Berlin. Nach einer kurzen Nacht erscheinen die FC Bayern-Legenden um 7.15 Uhr zur Abfahrt. Auf geht's, jetzt sind wir drin. Die Namen ein Who is Who der FC Bayern-Geschichte. Giovane Elber, Stefan Effenberg, Martin De Michelis, Christian Nehrlinger, Ibiza Olic, Sami Kufur, Andi Ottl, Roy Makaay, um nur einige zu nennen. Sonntagmorgen herrscht kaum Verkehr im verschlafenen Berlin. Die Bayern-Legenden liegen gut in der Zeit, um den Flug nach Manchester zu erwischen. Es geht zum Flughafen Berlin-Schönefeld. Alles ist perfekt vorbereitet. Und ein bisschen Zeit ist immer für ein Erinnerungsfoto, ein Selfie mit den Fans. Es geht per Charter, nicht via Linienflug nach Manchester. Prompt hält der Bus am falschen Terminal. Also alle wieder rein. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und Markus Babbel, heute der Trainer und Reiseführer. Willkommen im wunderschönen Berlin. Die können nicht nur nicht einen Flughafen bauen, die finden auch nicht. Weißt du, das ist hier alles ein bisschen anders wie in Bayern. Dann ist es aber geschafft und die Bayern-Legenden besteigen die Maschine nach Manchester. Dort drin wartet bereits Lothar Matthäus, der natürlich die Irrfahrt der Kollegen mitbekommen hat. Hi. Also ich hätte eigentlich gedacht, wenn du dabei bist dann. Und auch Gaggi, dann passiert sowas nicht. Ne? Und ihr sagt immer, ihr müsst auf mich warten, ich war der Erste heute am Flughafen. Für die Legenden des FC Bayern selbst ist es auch immer wieder ein schönes Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen. Und logisch, dass da auch immer wieder geflaxt wird. Hallo, ganz kurz, ich brauche mal ganz kurz eure Aufmerksamkeit. Sammy, ganz kurz bitte. Manchester United hat uns gebeten, weil ihr wisst, wir spielen ja im Old Trafford, der Platz ist sensationell. Dass alle die, die übergewichtig sind, bitte diese Latschen anziehen, dass der Platz nicht kaputt geht. Aber das ist alles auf freiwilliger Basis. Wenn zum Beispiel so Giovanni, du wärst so ein Fall und könntest die anziehen, dann brauchst du damit die Fußballschuhe. Der einzige, Sammy, wo bist du? Da, Sammy, ja. Du musst. Weil sonst kommst du nicht ins Stadion. Okay. Jawohl, Markus. Wir sind hier vorne, nehmt das bitte freiwillig. Nach gut 1,5 Stunden Flug werden die FC Bayern-Legenden in Manchester von Nieselregen, 14 Grad und einem ungemütlichen Wind empfangen. Der guten Stimmung tut dies jedoch keinen Abbruch. Insgesamt 23 ehemalige Bayern-Profis lassen es sich nicht nehmen, an der Triple Revival Feier von Manchester United teilzunehmen. Im altehrwürdigen Old Trafford. Auf den Tag genau vor 20 Jahren standen Stefan Effenberg, Sami Kufur, Markus Babbel, Carsten Janker, Thorsten Fink, Lothar Matthäus und Co. den Red Devils in einem der denkwürdigsten Champions League Finals gegenüber. Am 26. Mai 1999 im Estadi Camp Nou in Barcelona. Manchester United gewann dank zweier Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1. Wir hatten damals ein Riesenspiel gemacht, über 90 Minuten und nur die 2 Minuten Nachspielzeit waren wir wahrscheinlich nicht fokussiert. Und ja, es bleibt immer in Erinnerung, das geht in die Geschichte ein, so ein Endspiel. Wenn man dann auch so unglücklich verliert und dann im Endeffekt der Dumme ist, aber trotz alledem wird man mit diesem Endspiel immer wieder konfrontiert und speziell natürlich heute. Deswegen sind wir auch hier, genau auf den Tag vor 20 Jahren haben wir in Barcelona verloren.
wo wir nie verlieren hätten dürfen, weil wir einfach die bessere Mannschaft waren. Ich glaube, Manchester United weiß bis heute nicht, warum sie damals die Champions League gewonnen haben. Und obwohl das Finale von 99 einer der schwärzesten Tage der FC Bayern Vereinsgeschichte war, treten die Legenden an. Schließlich geht es um den guten Zweck, eine Charity für die Manchester United Foundation. Zunächst einmal möchte ich mich fürs Kommen bedanken. Bayern und Manchester United pflegen aufgrund der Historie eine besondere Beziehung. Diese würde ich Freundschaft nennen. Ihr hattet ja einen tollen Erfolg gestern und obwohl es ein stressiges Wochenende ist, bin ich umso dankbarer, dass ihr gekommen seid. Und heute geht es um die Manchester United Foundation, die sich im Großraum Manchester um Kinder kümmert, die sich ohne eigenes Verschulden in schwierigen sozialen Brennpunkten wiederfinden. Wir versuchen, diesen Kindern zu helfen, da wieder rauszukommen. Wir rechnen heute mit rund 60.000 Zuschauern, was zur Folge hat, dass wir sehr viel Geld auf die Gemeinden des Großraumes Manchester verteilen können. Aber ohne den FC Bayern München wäre dieses Spiel hier völlig bedeutungslos. Und deshalb bin ich sehr froh, dass ihr das für uns getan habt. Rund 3 Stunden vor dem Anpfiff werden Geschenke ausgetauscht. Ebenfalls ein Zeichen gegenseitiger Wertschätzung und des Respekts voreinander. Denn schließlich sind die Bayern-Legenden für dieses Spiel, für die gute Sache, einfach mal für rund 8 Stunden nach Manchester gekommen. Ja, also wir sind ein bisschen älter geworden, ne? Aber man muss durchhalten. Also man muss heute hier in Manchester versuchen, noch ein gutes Spiel zu machen. Klar, weil wir repräsentieren den Verein. Das ist auch, dass wir hierher kommen, um nur Urlaub zu machen. Also wir wollen auch, wenn man auf dem Platz steht, das Spiel gewinnen, wenn es möglich ist. Aber es war sehr schön, also alles so treffend, sind viele gekommen. Es wird immer mehr Leute kommen, Legenden zu kommen. Also wie in Stefan Effenberg, war schon seit ein paar Monate, Jahren, dass ich ihn nicht mehr getroffen habe. Also das ist hervorragend. Das imposante Stadion von Man United, das Old Trafford, das Theatre of Dreams, wie es auch genannt wird, lässt auch ehemalige Profis nicht kalt. Da kommen doch vergangene Duelle wieder hoch. Man fühlt noch diese Atmosphäre und man hat natürlich Erinnerung von als Spielerzeit und auch gute Ergebnisse hier. Und es ist immer was Besonderes. Hier in Old Trafford haben die Bayern auch einen wichtigen Schritt für den Champions-League-Titelgewinn 2001 gemacht, dank des 1:0-Auswärtssieges im Viertelfinal-Hinspiel. Das war hier. Mein Tor war hier. Weißt du, vor zwei Minuten zu Ende, 3 Minuten zu Ende, hier war der Tor. 1:0 für uns. Revanche. Das Treble Reunion Match wird live im englischen Fernsehen übertragen. Den TV-Kommentatoren verrät Markus Babbel in seiner Trainerfunktion schon einmal vorab die taktische Aufstellung. Das englische Fernsehen zeigt dieses Charity-Match mit den großen Namen im großen Stil. Schon im Vorfeld werden Interviews geführt mit United-Legenden wie Paul Scholes oder das klubeigene TV spricht exklusiv mit Trainerlegende Sir Alex Ferguson. Historie pur. Gerade einmal 19 Jahre alt war in Barcelona der ehemalige United-Abwehrspieler Wes Brown. Ich bin mir sicher, dass da auch viele Kinder im Publikum sein werden, die sich an diese besondere Nacht vielleicht gar nicht erinnern. Aber da sind ja noch die Eltern da, die ihnen das dann erklären können. Das ist auch ein Teil der Vereinsgeschichte. Für uns ist es toll, immer wieder neue Fans für uns zu gewinnen. Und ich finde es ganz stark, dass der FC Bayern gekommen ist, denn schließlich haben sie damals verloren. Ich denke, dass das aber auf Gegenseitigkeit beruht. Das wäre andersrum genauso. Deswegen bin ich dankbar, dass die Bayern hier ihren Teil dazu beitragen. Dass dieses Charity-Match einen ganz besonderen Stellenwert genießt, verdeutlicht die Tatsache, dass mit Marcus Rashford und Jesse Lingard 2 Spieler aus dem aktuellen United-Kader als TV-Experten zur Verfügung stehen. Für die FC Bayern-Legenden wird's jetzt eine knappe Stunde vor dem Anpfiff langsam ernst. Sie Roberto mit speziellem Aufwärmritual, bevor es raus auf den Platz geht. Wieder einmal durch den berühmten roten Tunnel gehen. Raus auf den Rasen des Old Trafford. Und er darf natürlich auch nicht fehlen. United-Club-Ikone David Beckham. Als er schon alleine zum Aufwärmen den Platz betritt, steigt der Dezibelpegel deutlich. Bex is back in Old Trafford. In 13 Jahren Manchester United 15 Titel gewonnen. Unter anderem 6-mal Meister,
zweimal den FA Cup und natürlich die Champions League vor 20 Jahren. Mit 44 wirkt er immer noch topfit. Ja, das sind natürlich die Engländer Weltklasse. Die haben große Freude, ihre alten Stars zu sehen, die sehr viel für ihren Club geleistet haben. Und wenn das Ganze natürlich dann noch für einen guten Zweck stattfindet, umso schöner. Die Bayern-Legenden bringen sich auf Betriebstemperatur. Das Wetter spielt auch mit, die Regenwolken haben sich verzogen, ab und zu schaut mal die Sonne vorbei. Und die Ex-Profis haben nichts verlernt, wie hier Ivica Olic. Ja, das ist schon, der Ehrgeiz ist dann immer da. Das ist lustig, auch wenn es ein paar Jahre her ist, wo man das letzte Mal auf dem Platz gestanden ist. Aber der Ehrgeiz, das merkst du. Also die Jungs da drüben, die schauen echt fit aus. Also wir müssen schon schauen, dass wir nicht den Arsch voll kriegen. Ja. Nur noch eine Viertelstunde, dann geht es los. Während die Bayern-Legenden nochmal in die Kabine gehen, steht David Beckham noch kurz dem Fernsehen zur Verfügung. War es 1999 noch Montserrat Caballé, die die Hymne Barcelona schmetterte? So ist es diesmal Russell Watson, ein Tenor aus Manchester und United-Fan, mit der berühmten Puccini-Arie Gänsehaut. Das Stadion Old Trafford ist mit rund 60.000 sehr gut gefüllt. Alle freuen sich auf dieses Revival-Spiel zum Triple von 1999. Und dann kann das Spektakel beginnen. Beide Mannschaften im Spielertunnel. Die Kapitäne Lothar Matthäus und Torwart Peter Schmeichel. Das ist schon eine heiße Partie und eine Art Zeitreise. Bei Manchester United fehlt lediglich Ryan Giggs. Der ist mit Wales im Trainingslager. Von der Original 1999er Mannschaft. Ansonsten sind sie alle mit dabei. Vom FC Bayern München sind 6 Spieler von damals mit nach Manchester gereist. Doch es beginnt für die Bayern denkbar schlecht. Ausgerechnet Ole Gunnar Solskjaer, der damals das 2:1 Siegtor für United erzielte und heute der aktuelle Trainer von Manchester United ist, schießt nach Vorlage von Blomqvist die Red Devils schon in der 4. Minute in Führung. Die Bayern erspielen sich zwar ein paar Möglichkeiten, doch die Gastgeber sind einfach konsequenter. Teddy Sheringham, der damals den 1:1 Ausgleich erzielt hatte, raus auf Blomqvist. Und auch diese Hereingabe mustergültig und Dwight Yorke mit dem 2:0 gute halbe Stunde gespielt. So geht's dann auch in die Halbzeitpause. Ergebnis ist, sage ich mal, zweitrangig, aber trotzdem ärgert es mich, dass wir 2:0 zurücklegen. Wir haben gute Möglichkeiten gehabt, aber den Jungs merken wir, macht es immer noch Spaß. Und vielleicht holen wir die 2 Tore auf. Das Bayern-Trainer-Duo Babbel Augenthaler erlebt eine ziemlich ausgeglichene zweite Hälfte bis zur 78. Minute. Niki Butt zum 3:0, Sir Alex Freud in knapp 600 Pflichtspielen, traf Butt lediglich 33 Mal, also ein Tor von ihm, eine Seltenheit. Weil Sami Kufur 6 Minuten später auf Abseits spekuliert, kann Karel Poborski ungehindert auf Luis Saha spielen. Formsache gegen den alleine gelassenen Bernd Dreher. Und auch in der Schlussminute kein Abseits, das ist David Beckham und das ist einfach unwiderstehlich. Die Jubelpose ist dann natürlich Teil seiner Show.
5:0 der Endstand, auch wenn das Ergebnis zweitrangig ist. So ist solch ein Legendenspiel einfach eine Reminiszenz für alle Spieler, die mit ihrer Laufbahn eine Ära prägten. Für uns ging es ja immer, wenn es um die Champions League ging, gegen Manchester United oder Real Madrid. Das waren die drei Mannschaften, die es dominiert haben. Und es war immer schön, gegen sie zu spielen. Wenn man sich dann nach 20 Jahren wieder trifft, ist das schon einzigartig. Ja, ich sag mal, abgesehen vom Ergebnis war es natürlich eine traumhafte Kulisse. Wir hatten tolles Wetter, wir hatten tolle Stimmung. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, dass so ein Spiel dann mit 5 Toren Unterschied ausgeht, wir keins machen. Man ärgert sich, aber trotzdem sagen wir, ist für einen guten Zweck. Und ja, von daher ist es jetzt nicht allzu tragisch. Das ist natürlich, will man immer gewinnen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass heute sehr wichtig war, zu der Charity-Veranstaltung zu kommen, auch 20 Jahre nach dem Finale. Ist eine Riesenstimmung. Also wenn man sowas macht, dann muss man sowas auch so veranstalten, wie das hier gemacht wurde. Wenn man das hört, was hier los ist, ja, wäre schön, das könnten wir in Deutschland auch mal machen. Ja, aus dem Ergebnis war alles super, tolle Atmosphäre. Ich habe wirklich nie gedacht, dass so viele Leute kommen heute zum Spiel. War einfach geil. Schade, dass wir haben ein oder andere Tor nie geschossen, dann wäre noch besser. Aber trotzdem eine super Erfahrung. Und dass ausgerechnet Ole Gunnar Solskjaer, der jetzige United-Trainer, den Torreigen eröffnet hat, bemerkenswert. Genauso wie die Tatsache, dass er überhaupt dabei war. Das ist ein fantastischer Tag für alle und wir müssen dem FC Bayern und seinen Spielern dankbar sein, dass sie mitgemacht haben. Das war die beste Fußballnacht überhaupt für uns vor 20 Jahren und wahrscheinlich die schlimmste für einige von ihnen. Und alleine die Tatsache, hier anzutreten, zeigt ihre Größe und welch großartiger Verein der FC Bayern ist. Das macht der FC Bayern super. Die ganzen Alten damit einzubinden. Und das ist ja, wir haben ja gestern gehört, 3700 Bundesligaspiele, 730 Länderspiele, was da alles. Und ich habe eins dazu beigetragen. Diese Familie wächst immer mehr größer und es ist brutal. Ich glaube, das Bayern ist nicht einer der größten Vereine der Welt, sondern der größte. Ein Erinnerungsfoto muss schon sein nach diesem insgesamt 16-Stunden-Trip nach Manchester. Schnell die Gangway rauf und ab nach München. Denn es wartet bereits die nächste Auswärtsfahrt auf die Legenden des FC Bayern München. Es geht am nächsten Morgen nach Italien, ans Nordufer des Gardasees. Um kurz vor 8 Uhr rollt der Bus Richtung Brenner. Die Stimmung ist auch an diesem Tag prächtig im Mannschaftsbus. Schließlich wissen alle Spieler, dass sie auch nach ihrer Karriere ein Teil dieses großen Vereins sind. Ein Teil der FC Bayern-Familie. Und da reist man doch gerne von Berlin über Manchester nach Riva. Hier sind die Legenden des FC Bayern im Einsatz, um sowohl ein Training als auch ein kleines Turnier für einen Partner des Vereins zu unterstützen. Auch bei dieser Gelegenheit geben sich die Legenden vom FC Bayern München bodenständig, sind Stars zum Anfassen und sich für nichts zu schade. Es sind intensive Erlebnisse und beeindruckende Events, die die Bayern-Legenden bereichern. Wie bei diesem 3-Tages-Trip und dementsprechend fällt dann auch das Fazit aus. Ja, Manchester war nicht so kurz. Natürlich ein Erlebnis vor 60.000 bis 61.000 Zuschauern. Die Engländer, gut, möchte ich nicht schön reden, waren ein bisschen fitter. Vorbereitet. Wir waren natürlich nach der Berlin-Pokalfeier etwas müde, aber trotzdem sind die Spiele, die in Erinnerung bleiben. Kurios ist jedoch, dass die Legenden des FC Bayern München im Moment fast nur auswärts tätig sind. Klar, als Botschafter des Vereins gehört das mit dazu. Vielleicht wäre aber auch einmal ein Event in München ein schönes Get-Together mit den Fans. Es wäre mal gut, wenn wir in der Allianz Arena auch ein großes Legendenmatch machen würden. Auch mal gegen die All-Stars von Real Madrid. Ich meine, wenn da mal ein Roberto Carlos wieder käme oder ein Emilio Butragueño, das wäre toll. Es ist eine Win-Win-Situation. Die Legenden vom FC Bayern München sind nach wie vor Aushängeschilder des deutschen Rekordmeisters. Und für den Verein sind sie weltweit gern gesehene Gäste und die perfekten Botschafter. Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieger, unzählige nationale Titel. Die FC Bayern-Legenden sind menschgewordene Vereinsgeschichte on Tour.